So, dann gucken wir mal, ob wir das hier im ersten Mal hinkriegen. Und zwar will ich jetzt mal die ganze Vision clearen. Und HT habe ich drin. Richtig geskillt haben wir jetzt auch. Das Food habe ich nicht gemacht. Stimmt, das wollte ich eigentlich nur machen, aber ist egal. Wir müssen jetzt erstmal gucken, ob wir es so hinkriegen. So, Reisegestalt an. Und auf geht's. Wir dürfen jetzt am besten halt nicht geslowt werden. Aber der Mage slowt, glaube ich. Ah ja, der slowt. Jetzt hüpfen wir hier einmal. Ich weiß gar nicht, ob ich die Mobs hier rüberziehen kann in den anderen Teil von der Vision, ob das gehen würde. Aber wahrscheinlich ist das eh keine so eine gute Idee. Ich muss jetzt quasi hier die Viecher mit reinpullen. Und jetzt probiere ich mal was, dass ich hier nicht gleich alle CDs ziehe auf diese Kackviecher am Anfang. Sondern dass ich vielleicht hier nur die Explo draufziehe. Okay, die Gnome habe ich getötet. Okay, der will nämlich einen Vier casten, den interrupten wir. Muss halt die Gnome da hinten pullen, dass die Tür aufgeht, ne? Sonst ist es immer ein bisschen blöd. Okay, aber jetzt habe ich meine großen CDs nicht gezogen. Das passt. Und so vieler E-Kack habe ich jetzt nicht gefailt. Der hat jetzt noch ein Schild drauf, dass er 75% weniger Schaden kriegt. Den sollte man wahrscheinlich davor töten. Okay, aber ich habe doch relativ viel Dings verloren hier. Relativ viel Sanity. Ah, das war jetzt doch nicht so gut. Also ich dachte, ich komme besser weg. So, jetzt tun wir hier einmal. Muss ich hier einmal alle zusammenpullen? Okay, den haben wir auch geaddet, oder? Passt. Den dicken kann ich gleich erst adden. Jetzt habe ich HT hierfür noch. Und ich habe Ding auch. Okay. Habe ich den dicken jetzt gepullt? Okay, passt. Fuck, wollte noch pre-potten, ne? Also hier will ich halt wirklich alle ausmerzen. Shit, der eine Caster bleibt da hinten stehen. Das ist ungünstig. Ich weiß es halt nicht, ob ich in der Void, wenn ich da reinlaufe, ob ich da Sanity verliere, aber es sieht gut aus. Okay, der hat mir jetzt wieder ein bisschen was zurückgegeben. Okay, aber soweit sieht es ganz gut aus. Jetzt müssen wir die ganzen Bomben kaputt machen. Das war halt mein Ziel an der Sache, dass ich quasi hier die CDs für die zweiten Mobs habe. Und ich will als nächstes auch rüber in das andere Viertel gehen, in das ich noch gar nicht war. Also sprich in das, wo quasi. Ich glaube, das müsste die Altstadt sein, ne? Also da, wo dann auch der SE7 drin ist. Darüber will ich jetzt dann einmal gehen und mal gucken, ob wir das auch schnell clearen können. Weil ich war bis jetzt quasi im Eingangsbereich, wo der AH ist. Und ich war auch da, wo der Magierturm ist, aber noch nicht in dem letzten Bereich. Weil es da. Ach fuck, jetzt bin ich natürlich total den Umweg gelaufen. Hier muss ich auch noch Bomben machen, dann kommt nämlich erst der Boss. Ich finde es echt ein bisschen blöd, dass du so viel Zeug einklicken musst. Da bist du mit einer Gruppe halt eindeutig im Vorteil. Weil du mit einer Gruppe halt dich aufteilen kannst, ne? Die Sachen anklicken. Da ist natürlich jetzt hier mit dem Ding schlecht. Oh fuck, jetzt habe ich mich natürlich treffen lassen hiervon. Okay, der ist down. Da kann ich mir jetzt in die Kathedrale zurückporten, aber da will ich jetzt erstmal gar nicht hin. Sondern wir gehen jetzt mal in das andere Viertel rüber. Ah, da ist noch so ein Auge, aber das ignorieren wir jetzt mal. Hier habe ich halt jetzt tatsächlich einfach keine Ahnung. Ah, hier kommen einfach so Rogues, okay. Was hier so abgeht, das weiß ich halt schlichtweg nicht. Und ich weiß auch nicht, was ich hier machen muss. Fuck, hier ist ein Gitter. Da geht's, ist halt einfach zu, okay. Ah, hier ist nochmal ein Elite-Mob. Eigentlich müsste ich die wahrscheinlich alle zusammenpullen. Okay.
Also wahrscheinlich muss ich jetzt. Na, fuck it, ich habe halt nicht mehr viel Sanity, ne? Ich kann jetzt hier nicht so viel zusammenpullen. Ich glaube, ich muss hier meine Orb einsetzen. Fuck, ich werd übelst weggeslowt in dem Ding drin. Nein, jetzt bin ich betäubt. Ah! Hier haben wir nochmal Zweifel, haben wir noch 100 irgendwas? Komm, wir setzen jetzt meine Orb hier ein. Das Problem ist, ich kenne mich halt hier drin nicht aus. Das ist halt so ein bisschen kacke. Deswegen muss ich jetzt früher orben. Fuck, der zieht mich da raus. Der hat mich aus der Orb rausgezogen. Oh, dammit. Okay, also das sollte man nicht machen, sich aus der Orb rausziehen lassen. Aber ich glaube, ich habe die Sanity noch voll gekriegt. Gut, die Typen können hier absolut gar nichts. Also ich muss auch hier anscheinend keine Sachen anklicken, was schon mal sehr gut ist. Hier ist jetzt der Boss, oder? Nee, das ist, glaube ich, nicht der Endboss. Pull ich die mal noch alle zum Boss ran. Die slowen dich halt wie so ein Stück, die Viecher. Dann mit den ganzen Voids ist das halt suboptimal. Dann kommst du halt nicht mehr raus. Weiß halt jetzt nicht. Oh, da habe ich jetzt auch Sanity verloren. Also die Fähigkeiten von denen kenne ich halt jetzt noch nicht so gut, tatsächlich. Aber ich krieg wieder ein bisschen was zurück. Okay, das haben wir. Okay, die haben wir gleichzeitig benutzt. Jetzt ist wahrscheinlich hier der Boss. Ah, hier ist Martin. So, ich habe nur gehört, dass ich irgendwie von ihm weggucken muss, wenn er eine bestimmte Fähigkeit macht. Wahrscheinlich hier bei dem Auge auch weggucken. Aber das Auge, kannst du das überhaupt damagen? Also irgendwie musst du da, glaube ich, weggucken. Von den Augen habe ich zumindest gehört. Ich habe. Wo ist jetzt Martin Sohr hin? Er ist wieder abgehauen. Ah, dann verlierst du nämlich Sanity, okay. Ah ja, wenn du hinguckst, dann ist vorbei, aber ich kann ja zum Glück auch so hitten. Okay. Dann porten wir uns jetzt einmal wieder raus. Okay, also zwei Flügel haben wir. Muss ich hier kommen, die nehmen wir jetzt nicht mit, keine Ahnung. Die können wir dann später machen. So. Den Flügel, ich weiß gar nicht, ob ich den ohne Ding schaffe. Ohne Inka und allem. Aber wir probieren es jetzt einfach mal. Den, da mache ich nämlich eigentlich einen Mars-Pull immer. Bloß habe ich jetzt kein Inka ready. Und keine CDs, aber ich müsste es trotzdem irgendwie packen, oder? So krass sind die eigentlich nicht. So krass sind die eigentlich nicht. Ich hoffe zumindest, dass ich das hinkriege, auch den Dude hier zu pullen. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war, tatsächlich. Oh, die drainen halt Sanity, ne? Ich glaube, das war keine gute Idee. Aber ich habe jetzt noch zwei Orbs. Also ihn muss man interrupten. Okay, die habe ich alle down gekriegt. Das sieht gut aus. Polin jetzt einfach mal, ich setze jetzt mein Ding noch nicht ein. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Jetzt lasern wir dich nur weg. Easy. Easy, easy. Also ich habe jetzt noch ein Viertel und habe noch zwei Orbs. Also eigentlich müsste ich das ganz geschmeidig schaffen. Außer ich verkack's jetzt halt noch richtig krass, ne? Aber eigentlich müsste es richtig geschmeidig laufen. Zwar. Gut, ich habe jetzt zwar noch ein großes Viertel, ne? Ich hätte auch drüben in dem anderen, mit dem Martin Saw, mit dem Dude, hätte ich wahrscheinlich noch wesentlich mehr zusammenpullen können. Also hätte ich wahrscheinlich alles bis zum Boss pullen können, das wäre gut gegangen. Also ich glaube, du bist als Tank hier gar nicht so schlecht aufgestellt, würde ich mal behaupten.
Ach, das geht im Kampf nicht. Ah, okay. Muss die Tentakel spielen, blöderweise. Ich habe komplett den Singletree geskillt, weil ich mir dachte, komm, ich kann doch bestimmt singlemäßig hier viel reißen. Dachte ich gerade, ich kriege einen Disconnect, das wäre bitter gewesen. So, also ich habe jetzt noch zwei Orbs und habe noch ein Viertel. Also eigentlich müsste ich das reißen können. Ich habe jetzt auch wieder alle CDs, ich kann jetzt einen Big Pull machen. Wir machen das jetzt so, dass ich jetzt hier nochmal einmal diese. Warum bin ich jetzt im Combat? Okay, gut. Es ist so gut, dass ich Shadow melten kann, muss ich ehrlich sagen. Weil du bist teilweise so random im Combat. Und dann wird es halt richtig ätzend. Also ich habe jetzt ein Viertel und danach noch eine Orb. Also eigentlich kann ich es gar nicht verkacken. Eigentlich. Aber mal abwarten. Ich glaube, hier rum ist eigentlich dumm zu laufen, weil dann kann ich nicht so viele Mobs mitpullen. Schauen wir mal. Fuck, ich häng da irgendwo. Fuck, das hat mich übelst. Ah, das war jetzt schon mal nicht gut, was ich da zusammengepult habe. Portalhüter. Fuck, ich werde so weggeslowt hier. Ich habe jetzt übelst viel Sanity gerade gewastet. Aber weil ich einfach so weggeslowt werde. Also ich glaube, du solltest doch vielleicht nicht ganz so viel zusammenpullen. Es ist halt eher suboptimal. Okay. Aber die sind alle down. Portalhüte hier. Muss ich irgendwie da hinten noch rum? Komm, ich hau den jetzt einfach um, weil ich noch Zeit hab. Machen wir das einfach mal, dann kriege ich noch mehr von den Skill-Sachen. Okay. Den brauchen wir noch, aber die kann ich, glaube ich, auch beide mitziehen, ne? Die können nämlich auch tatsächlich nicht viel. Außer mich slowen, wie nochmal was. Und den hier noch, den Elite-Dude. Also der Laser ist halt richtig, richtig gut hier. Okay, der ist auch down, alle fünf Portale down. Dann können wir jetzt oben den einen Boss noch machen. Gehen wir noch den Mage Tower hoch. Also die könnte ich eigentlich komplett ignorieren. Das wäre eigentlich komplett Lachs an sich. Ding habe ich jetzt noch. Sanity. Ist doch nur eng, ne? Ich setze es jetzt mal nur ein. Pull den hier rein. Kann ich denn nicht chargen? Der ist halt richtig ätzend. Ich habe keinen Speed ready. Muss ich gucken, dass ich beim Endboss nicht noch verkacke dann.
Okay, der ist auch down. Wo ist jetzt die Orbs? Wollen die hier oder drüben? Ne, die ist da drüben, oder? Die Orb. Hier gibt es doch eigentlich so eine Orb, die dich rausportet. Hallo, wo ist die Orb? Shit, muss ich jetzt komplett zurücklaufen? Eigentlich spawnt hier, also eigentlich sollte hier so eine Orb spawnen. Fuck it, warum ist hier keine Orb? Ach, hier ist die Orb. Okay, Kathedralenplatz. Oh, Boys, jetzt wird's aber dann knapp noch gegen Ende. So, jetzt muss ich nur noch den Boss töten, ne? Okay. Ach fuck, das Auge ist auch noch da, dass ich mich wegdrehen muss. Ach, damn it, das wird halt richtig ätzend. Was ist denn das? Verderbnis verwandeln? Das Auge, wo man weggucken muss, ist auch noch da, ne? Alter, jetzt ist das Auge halt schon wieder da. Komm, jetzt töte ich sie einfach. Easy. Habt ihr das gesehen? Ich hätte sogar noch eine einmal sterben dürfen und hätte dann noch mal halbes Ding gehabt. Also das hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Jetzt habe ich alle Viertel gecleared, ohne zu sterben. Passt. Wunderbar. Jetzt kriegen wir alle Chests. Aber wahrscheinlich kriege ich halt wieder nichts Sinniges drin. Ah, irgendeinen Rang 2 haben wir jetzt bekommen. Weiß gar nicht, ob ich jetzt Gear krieg. Eine Quest haben wir bekommen. Okay. Zack. Und noch eine Essenz. Also lauter Essenzen haben wir jetzt gekriegt. Sehr schön. Und wahrscheinlich. Nee, was skillen kann ich nix. 600 Punkte ist jetzt ein bisschen wenig. Jetzt müsste ich so ein Maskenzeug machen können. Genau, also wenn du die Bosse, also einen Boss mehr tötest, hat der Endboss halt quasi die Fähigkeiten von den anderen Bezirken. Und zusätzlich hat noch mehr Life. Deswegen hatte jetzt Aleria ein bisschen mehr. Aber ganz ehrlich, jetzt war jetzt tatsächlich nicht schwer, wenn man so ein bisschen die Fähigkeiten kennt. Und ich kenne auch noch nicht alle gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch noch nicht alle gut gespielt, aber man kommt da ganz, ganz ordentlich durch. Und jetzt müsste ich auch beim nächsten Durchlauf quasi eine Maske aktivieren können. Und dann wird es halt nochmal einen Ticken schwieriger. Jetzt bin ich gerade am gucken, habe ich die Hose bekommen oder hatte ich die davor schon? Bin ich gar nicht so richtig aufgepasst. Hier haben wir noch eine 445er Hose. Ich glaube, die hatte ich davor schon, oder? Jetzt schauen wir mal beim. Nee, die habe ich hier rausgekriegt, ne? Aus dem Run gab es die eben, aber die ist tatsächlich halt schlechter als die für 20er, die ich anhab, weil die für 20er hat einen relativ nice Effekt drauf und der ist tatsächlich um einiges besser. Gut, das war's soweit mit der kleinen Aufnahme. Ich wollte nur euch das zeigen, den Run, und dann werde ich demnächst auch Orgrimmar durchlaufen, beziehungsweise vielleicht nehme ich auch demnächst mal auf, wenn wir dann noch mit den Masken durchrennen. So, die Quest können wir noch abgeben, oder? Ah, das müssen wir erstmal beginnen. Dann können wir die hier irgendwo noch abgeben. Schauen wir mal. Also fürs Video war es das, euer Tela. Bis dann. Ciao.